Hallo YouTube-Freunde. Ich möchte euch heute etwas über dieses Stück Musik hier erzählen. Ich bin mir sicher, ihr kennt es alle, aber zur Sicherheit singe ich es mal noch mal kurz an. Na 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 na. Ja, Paschabels Kanon in D-Dur. Ist sowas wie ein großer Hit in der Klassikwelt. Ich weiß das, ich bin so ein Freak. Was werdet ihr denken? Hey Frankie, du bist doch kein Freak, du spielst Gitarre und bist so cool. Aber, na, vielleicht denke auch nur ich das, aber ich war nicht immer so cool. Ich habe nicht immer Gitarre gespielt, ich habe früher mit dem Cello angefangen. Und das Cello ist ein schönes Instrument, es ist ein wundervolles Instrument. Es ist richtig cool, wenn man ein Erwachsener ist, der Cello spielt. Aber wenn man ein Kind ist, was Cello spielt, das ist voll scheiße. Es gibt wirklich keinen Weg, cool rüberzukommen, wenn das Instrument, was man spielt, größer ist als man selbst. Man kommt sich damit immer wie so eine verwundete Gazelle in der Serengeti vor. Und die Schulhofschläger können einen schon von einer Meile gegen den Wind riechen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich werde es kaputt machen. Aber ich habe mich mit all dem abgefunden, mit den ganzen Erniedrigungen. Denn ich habe die Musik, die wir im Schulorchester gespielt haben, wirklich geliebt. Ich habe jedes einzelne Stück geliebt. Bis auf dieses hier. Paschabels Kanon in D. Ich hasse es so leidenschaftlich. Ich hasse es, denn es hat den schlimmsten Cello-Part, den man sich überhaupt für Cellos nur vorstellen kann. Es sind dieselben 8 lausigen Noten, die immer wiederholt werden. So ungefähr. D, A, H, Fis, G, D, G, A, A. Und das war alles, was wir spielen durften. 54 Mal hintereinander. Ich habe mitgezählt, ich hatte ja sonst nichts zu tun. Und ich saß da und habe den anderen Instrumenten gelauscht, wie sie schöne Melodien bekamen. Ich habe den Geigen gelauscht, wie sie schöne Melodien bekamen. Ich habe den Bratschen gelauscht, wie sie schöne Melodien bekamen. Ich habe den zweiten Geigen gelauscht, wie sie schöne Melodien bekamen. Und das sollte nun wirklich nie passieren im Schulorchester. Und ich saß da und habe so meine Theorien aufgestellt. Warum hat Paschabel mir das angetan? Oder besser gesagt uns Cellisten. Und ich kam dann so zu dem Schluss, Paschabel ist bestimmt irgendwann mal mit einer Cellistin ausgegangen und die hat ihn so dermaßen böse abserviert, dass er sich gesagt hat, von heute an schreibe ich nur noch die bösesten Cello-Parts, die man sich denken kann. Aber das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn ich ihn nicht ständig und überall hören müsste. Ich weiß, was ihr denkt. Hey Frankie, mach doch einfach mal das Klassikradio aus. Aber nein, überall begegnet er mir. Ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen paranoid, aber ihr hört ihn auch ständig. Ihr wisst es nur nicht. Neulich war ich auf der Abschlussfeier meiner Nichte und die spielen selbstgeschriebenen Song. Und der ging so. Auch wenn wir fortgehen, die Erinnerung bleiben. Ja, na gut, beim selbstgeschriebenen Schulsong kann sowas passieren. Fahr ich nach Hause, höre Rock Radio. Ey, ein Song von Aerosmith. Geil. There was a time when I was so broken hearted. Na gut, komme ich nach Hause, denk mir, bei meiner Lieblingsband, die Ärzte, da kann sowas garantiert nicht passieren. Aber was höre ich dann? Hallo mein Schatz, ich liebe dich, du bist die Einzige für mich. Ja, auch die Ärzte machen Paschabel. Alle machen sie Paschabel, nur um mich zu quälen. Ich habe sogar von Alcatel gewechselt, weil mir der Name zu ähnlich war. Ja, wenn man es richtig überlegt, war Paschabel eigentlich das erste One-Hit-Wonder gewesen. Er hatte einen großen Hit vor 300 Jahren und ich muss heute noch drunter leiden. Na gut, denke ich mir, geh doch auf ein Punk-Konzert. Wow, Green Day spielen ist doch mal was anderes. Do you have the time to listen to me whine?
da 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 da. Ich glaube, ich werde noch verrückt. Dieselben Akkorde in jedem Stück. Punkmusik in am Stock, die spielen nur noch Barock. Oder bin ich paranoid? Ne 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 ne. She was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? We're not gonna take it. No, we aren't gonna take it. No woman, no cry. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Fahr doch zur Hölle, oh Pachabel. Fahr doch zur Hölle, oh Pachabel. Fahr doch bitte zur Hölle. Fahr doch bitte zur Hölle, Pachabel.